Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Gold Rush The Game. Geht in eine neue Aufnahmesession nach dem letzten Gold Rush, die Schatzsuche in Alaska, wie auch immer. Auf jeden Fall wollen wir mal wieder ein bisschen spoilern. Wer von euch hat die Folge denn gestern schon gesehen auf D-Max? So, wer guckt das sowieso nicht? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal Kommentare so hinterlassen. Hinterlassen. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Fahren wir wieder zurück zum Claim, starten den nächsten Cleanout oder wollten wir uns jetzt irgendwie ein Arbeitsgerät hier kaufen? Ich denke, wenn wir uns tatsächlich ein Gerät kaufen, bin ich noch so ein bisschen überlegen, ob wir uns nicht den zweiten Claim organisieren sollten, kaufen, dort einen kleinen Bagger kaufen, den da hinbringen mit einer kleinen Waschanlage und dann dort die ganze Zeit Helfer für uns arbeiten lassen. Denn die Helfer, haben wir jetzt ja auch gemerkt, sind gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, wir spoilern erst morgen, oder? So, heute, was war das hier? 54.000 kostet das Gerät. Und der kostet 97.000. Wäre natürlich nicht ganz interessant. Wobei, mit unserer Waschanlage, ich weiß nicht. Mit dem hier können wir versuchen, natürlich die Waschanlagen, die wir jetzt haben, wieder so ein bisschen zu planieren. Und wenn wir ihn schon mal haben, oder? Dann haben wir ihn. Komm, hinzufügen. 15.000 hätten wir dann noch über 18.000. Nach dem nächsten Cleanout kaufen wir uns den zweiten Claim. Ich denke, so werden wir es machen. Checkout, einmal kaufen. Wir kaufen den Bulldozer, bestellen das Ganze. Die Maschine wurde zum nächsten Lagerhaus transportiert. Du kannst sie im Fenster daneben Parzelle stellen. Genau, wir lassen sie liefern. Dieses mit selber fahren, das haben wir einmal gemacht. Hier, ab zur Old Arnold. Und bestätigen. Kostet nochmal 1.500. Da haben wir noch 13.800. Aber wir können in Zukunft wieder viel, viel besser. Denke ich zumindest, dass wir es hinkriegen. Weiß ich ja noch nicht. Aber der Plan ist, dass wir in Zukunft wieder viel, viel besser an unser Magnetitzeugs hier rankommen. Für diesen Trailer. Damit wir da mehr Eimer voll machen können. Wir haben ja gemerkt, die Einnahmequelle mit dem Material kommt für uns insgesamt sogar besser als... Ups, was ist hier denn passiert? Als mit Gold. Warte mal, das Differential aus. Oder mit dem neuesten Patch haben wir vielleicht ein neues Fahrverhalten. Es gab ja wieder so ein kleines Mini-Patch. Ich habe mir die Patch-Notes ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Also habe keine Ahnung, ob sie das Fahrverhalten, die Fahrphysik oder irgendwas geändert haben. Zumindest war es mal kein riesiger Gigabyte großer Patch, sondern mal eine ganz normale Größe mit, was weiß ich, 50 Megabyte oder 40 Megabyte. Wobei, ne? Ja, was machen wir heute? Schnell zum Clan zurück. Natürlich den Bulldozer gleich mal anschauen. Mal gucken, ob wir da denn bei den Waschanlagen einmal alles planieren können, da vorne und dahinter, ohne jetzt alles groß kaputt zu machen. Und dann, ja, ansonsten brauchen wir die Raupe noch nicht so wirklich, weil ich glaube nicht, dass wir da jetzt tatsächlich, na, das Fahrverhalten hat sich ein bisschen geändert, tatsächlich viel Material wegschieben. Werden wir damit, glaube ich, noch gar nicht. Das machen wir vielleicht später, wenn wir irgendwann mal einen anderen Claim noch haben und da weiter arbeiten wollen, dass wir tatsächlich so richtig vorbereiten, wie sie das in der Serie zum Beispiel auch machen, ne? Was ist das denn hier? Komische neue Geräusche. Dass wir zum Beispiel erstmal oberflächliches Material wegschieben und dann... Was ist das für neue Geräusche? Naja, und dann das Ganze machen. So. Ups. Ich glaube, ich würde den erstmal so ein bisschen natürlich dann lieber jetzt hier an der Seite stehen lassen, ne? Weil das hier, das muss ja alles einmal aufgeräumt werden. Das sieht ja furchtbar aus. Hier hinten, klar, geht's noch. Da kommen wir auch nicht hin mit dem Gerät. Aber hier müssen wir einmal schieben. Da können wir den Eimer einmal schnell wegnehmen. Das stellen wir hier an die Seite erstmal hin. Hier ist ja auch noch, glaube ich, soweit in Ordnung. Da könnten wir aber auch schieben. Dieser Haufen hier, das muss auf jeden Fall weg. Und damit wir hier wieder ein bisschen arbeiten können. Na, gucken wir mal, ob wir damit zurechtkommen. Ansonsten können wir natürlich von hier auch was reinschieben. Dann müssen wir mit dem Bagger nämlich gar nicht weiter. Dann können wir dem Bagger immer Material zuschieben. Und nicht so häufig umstellen. Wir müssen unser ganzen Aufbau dort. Was ist denn hier los? Was ist denn für neue Geräusche? Wird hier auf einmal gearbeitet? Haben sie so ein paar Geräuschkulissen eingearbeitet, um dem Spiel ein bisschen mehr Leben einzuhauchen? So, wie funktioniert denn der Gerät? Der Gerät. So, haben wir uns was gegönnt hier, ne?
So, wie geht das? Bulldozer-Steuerung einblenden. Sprittechnisch halb voll. Gaspedal, Bremse nach links drehen. Nächste Maschine, vorige Maschine, Ausstieg. Ausreißer hoch, da. Schild hoch, Schild herunter. R und F. Okay. Den Ausreißer hinten hoch, ist T. Geht aber nicht höher, ist schon ganz hoch. Ja, damit können wir Boden aufreißen und wegschieben. Also R und F und T und G. Das ist recht easy, würde ich behaupten. Oh, wir haben wieder schlecht Wetter. So, wie war es mit Steuerung weg? So, wollen wir mal gucken. Wie weit geht denn der runter? So. Das sieht ja schon mal wieder viel besser planiert aus. Das ging ja easy. Stopp. Stopp. Schiebt ein bisschen nach. Ist natürlich aber auch ein schwieriges Gerät, ne? Muss man ja auch sagen. Ist klar, dass der nachschiebt. So. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen gucken. Da haben wir tatsächlich den Pickup wieder relativ blöd geparkt. Aber wen wundert's? Mich nicht. Ja, ist ja gut. Piep hier mal nicht so wild rum. So, jetzt noch ein bisschen von dieser Seite vielleicht einmal. Versuchen wir nochmal hier unser Glück. So richtig gerade kriegen wir das hier nicht. Können wir ein bisschen tiefer gehen vielleicht. Liegt das vielleicht daran, dass wir hier zu nah an der Waschanlage selbst sind? Aber wir sehen schon, also es sieht schon besser aus hier, ne? Also ich glaube, ganz weg kriegen wir das nicht, weil die Waschanlage da so ein bisschen im Weg ist. Aber das passt schon so. Da kriegen wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt wieder zwei Eimer optimal platziert. Da drüben hatten wir eh kein Problem, ne? Das passt schon, oder? Sollen wir hier nochmal gucken? Ich glaube, das müsste gehen. Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen festgefahren hier. Kommen wir dann auch irgendwie wieder um die Waschanlage rum. Zieht sich immer näher ran. Ich glaube, ja doch. Kriegen wir hin. Sieht gut aus. Soll ich mal gucken, wie das eigentlich aussieht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein bisschen versuchen ranzuschieben zum Bagger. Guck mal, da schieben wir ziemlich schnell eine ordentliche Wulst vor uns. Und so kann man nämlich schlechtes Material nachher dann zur Seite wegschieben. Können hier halt schön vorbereiten. Aber man müsste dann natürlich die obersten Schichten tatsächlich komplett raus aus der Karte schieben. So schieben wir das höchstens ein Stück näher an die Waschanlage und können dann da ein bisschen wegbaggern. Da muss man mit dem Bagger nicht immer ganz so viel schwenken. Achtung. Aber okay, wir haben wieder ein neues Gerät für unseren Fuhrpark hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es die ganze Zeit so rumpiept. Ne? Es piept auch komisch eigentlich. Wie ist das denn jetzt hinten? Wenn wir jetzt hier ein bisschen aufkratzen, ordentlich rein in den Boden. Und dann haben wir es aufgekratzt, so dass wir wahrscheinlich besser auch mit dem Radlader zum Beispiel das aufdingsen können.
Oder kann man das jetzt besser schieben? Verlieren wir so eigentlich Material? Oder wirkt das nur so ein bisschen so? Auch schöne Fläche kann man damit machen. Das sieht richtig gut aus. Das heißt, man kann damit auch tiefer gehen, denn wirklich, ne? Problem haben wir ja sonst, dass wir nicht so richtig tief in die Erde kommen. Und wenn es dann zu viel ist, dann fährt er sich wohl auch fest hier. Schafft das nicht zu schieben. Das ist natürlich wieder alles schlechtes Material, was wir gerade hier wegschieben, ne? Das ist klar. Jetzt hier noch so ein bisschen weiter rüber gehen. Haben wir hier natürlich einen kleinen Haufen gemacht, aber so richtig viel ist das auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir das denn die Erde zur Seite planieren könnten. Um an die interessanten Gesteinsschichten irgendwann ranzukommen. Schiebt man das dann aus der Karte raus oder wie macht man das? Oder verschwindet das? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es verschwindet. Weil ich hätte jetzt geschätzt, bei der Masse, die wir jetzt hier geschoben haben, müsste man hier schon irgendwie einen deutlich größeren Haufen irgendwie erkennen, oder? Oh oh. Ups. Ohne Worte. Oh, nein, ich will nicht auch noch reinfallen. Ja. Das Gerät werden wir wohl zurücksetzen müssen, aber an sich macht er hier schöne Plane. Also damit kann man schon irgendwie versuchen, auch tiefer ins Erdreich vorzustoßen. Aber das, was wir aufschieben da, was wir weggeschoben haben, kann auch nicht das hier sein alleine. Das wirkt irgendwie, wirkt weniger. Naja, egal. Wir haben hier, glaube ich, soweit ganz gut vorbereitet, dass wir wieder schürfen können. Ne? Jede Folge hier, wo wir Blödsinn machen, ist verlorene Zeit. Hier hinten, glaube ich. Achso, der Eimer steht sogar noch. Hier ist auch alles. Und hier haben wir jetzt, kann man wieder laufen. Und hier können wir auch wieder laufen. Das ist doch die Hauptsache. So. Wollen wir unsere Eimerwirtschaft hier wieder aufbauen? Es wird eh gleich erstmal dunkel. Ne? Wir werden uns dann auch schlafen legen. Aber wir können ja schon mal aufbauen, dass wir am nächsten Tag dann hier wieder durchstarten können. Bagger, bagger, bagger. Mal gucken, wie viel Gold wir noch zusammenkriegen. Ja, jetzt brauchen wir Geld für den nächsten Claim so ungefähr. Ich denke, das wird das Beste sein. Mal da versuchen, ein bisschen drauf zu sparen. Da merken wir schon, wir müssen auch gleich nochmal. Wir müssen, glaube ich, sowieso noch auffüllen hier, ne? Kann das auch sein, dass die Geräte alle wieder hier irgendwie verschollen sind? Weil sie so ein bisschen... Ach, nö. Schmeiß der eine einmal den anderen um hier. Das ist auch Mist. So. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Hier fehlt uns noch einer. Weil wir einfach 3, 6, 8 Eimer brauchen wir jeweils. Stromkabel. Wofür hätte ich das mitgenommen? Ich glaube, für die Lampen, ne? Für die Mehrfachsteckdose, für die Lampen. Hier vorne noch einer. Und gut, wir haben ein paar neue Eimer gekauft. Und das wird uns mit Sicherheit magnetitmäßig nochmal richtigen Schub geben. Oder mit dem Magnetit, was auch immer das andere Material ist. So, leere Eimer. Lass wir hier erstmal stehen. 63% gefüllt. Ja genau, was ist denn mit dem Generator jetzt hier vorne? Läuft er noch oder ist das nicht eine Pumpe? Läuft die noch? Ah, ist kaputt. Das
glaube ich, kaputt, weil sie zu weit im Boden drin hängt. Ja. Ja, jetzt ist sie wieder raus aus dem Boden. Jetzt können wir das alles wieder anstöpseln. So. Da 64%, das hinten war ja auch noch mit 64% gefüllt. Sollte reichen. Guck mal, was wollte ich gerade sagen, haben wir eine schöne Straße hier. Wir müssen natürlich demnächst mal zurücksetzen. Ne? Das ist ein bisschen unglücklich, dass unser Neuerwerb jetzt da unten im Loch drin hängt, gleich versenkt. Arbeitet unser Personal noch? Ja, wenn wir sehen, 0,2 Unzen haben wir aktuell. Unser Personal scheint noch ganz erfolgreich zu arbeiten. Und dann kommen wir aber auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge, liebe Leute. So schnell ging das. Natürlich, unser Neuerwerb hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder... Es läuft hier noch eine Pumpe. Ist das noch vom Cleaner oder was? Dass wir da nicht der Helfer angemacht haben. Wir brauchen dann sowieso erstmal Sprit. Weil die muss auf jeden Fall gefüllt werden hier. Ach, der Kraftstofftank ist leer. Na egal, machen wir morgen weiter. Ne? Ich danke euch, bis dann und tschüss.